Wer oder was ist eigentlich diese Monstronale jedes Jahr im April? Ein Kurzfilmfestival. Wir haben für euch zusammengefasst, was euch dieses Jahr erwartet. Mein Name ist Christian Schunke, ich bin der Festivalleiter des Monstronale Festivals. Tja, warum Kurzfilm? Warum ein Kurzfilmfestival? Ich persönlich mag Kurzfilme sehr, weil sie sehr, sehr kurz Geschichten auf den Punkt bringen können. Und ja, also wenn man davon ausgeht, dass Filme immer ein Stück Seele des Regisseurs abbilden und auch ein Stück Weltseele mitbringen, dann sind Kurzfilme sozusagen eine Essenz dieses Stücks Seele. Das Monstronale Kurzfilmfestival ist insofern besonders, dass wir zum einen in Sachsen-Anhalt das einzige internationale Kurzfilmfestival sind. Zum zweiten haben wir auch einen medienwissenschaftlichen Hintergrund. Das heißt, wir haben ein Programm innerhalb des Festivals, das sich mit einem bestimmten Thema im Film auseinandersetzt. Delicat et sensible. Wir haben dieses Jahr das Thema Angst. Zum Thema Angst im Film gibt es auch ein kuratiertes Programm am Freitag des Festivals mit anschließender Podiumsdiskussion zum Thema Angst im Film, also wie wird Angst im Film umgesetzt, inwiefern wird mit den Zuschauern gespielt durch bestimmte Effekte innerhalb des Films oder wie wird im Film Angst erzeugt. Im Moment haben wir knapp über 3000 Einreichungen. Das heißt, das wird sehr spannend, was dann letzten Endes für Filme im Wettbewerb landen. Ansonsten haben wir neu dabei Short Docs. Da geht es um Kurzdokumentationen, maximal 15 Minuten Länge. Auch dort gibt es eine Jury und einen Publikumspreis. Und abschließend wird dann am Peißenshaus das letzte Kurzfilmprogramm laufen und auch der Abschlussfilm des Festivals. Ja. Das fünfte Monstronale Kurzfilmfestival findet vom 20. bis 23. April an unterschiedlichen Spielorten in Halle statt. Mit dabei sind das Labim, das Puschkino, das Puschkinhaus mit dem großen Saal und das Peißenshaus.